kommen wir zu einem Thema, das, naja, esoterische Menschen gern als Magie bezeichnen und eher nüchterne Zeitgenossen eher Fehler der Wahrnehmung dahinter vermuten würden. Und mein Gast, Thomas Fraps, er bezeichnet das schlicht als Zauberkunst. Thomas, schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Ja, ich durfte dich ja schon öfters mal erleben. In meiner Wahrnehmung läufst du als Wissenschaftszauberer. Ja, gute Wortwahl. Als solcher erhoffe ich mir heute von dir Antworten. Oh. Zum Beispiel auf die Frage, wenn ich dir und deinen Kollegen so zuschaue, ja, muss ich da an Höheres glauben? Steht ihr tatsächlich über den Gesetzen der Physik? Oder sind das alles nur tatsächliche Tricks? Naja, wir erzeugen die Illusion, dass wir über den Gesetzen der Physik stehen. Aber im Prinzip sind es Tricks, wobei Tricks schon wieder ein fast zu einfaches Wort ist, finde ich. Also wenn man sich mit der Zauberkunst näher auseinandersetzt, dann gibt es da jetzt nicht nur doppelte Böden und Falltüren, sozusagen die Tricks, die sich der Laie so vorstellt, sondern da gibt es einfach auch Prinzipien der Wahrnehmung, die wir ausnutzen. Also Löcher in den Wahrnehmungsmechanismen deines Gehirns zum Beispiel. Ja? Und da müssen wir gar nicht viel dazu tun. Denn das Gehirn täuscht sich dann eben schon oft selbst und dann sieht man Gläser, wo eigentlich gar keine sind. Ja? Und wir können dann das herzaubern, was wir halt so brauchen zum Zaubern. Ne? Okay, das heißt, so wie du das gerade eben sagst, sprichst du nur mit den Bugs in der Biologie meiner Wahrnehmung. Das kann doch nicht alles sein. Was ist mit der Psychologie? Es spielt alles zusammen. Also wir versuchen auf allen Ebenen, also von Bottom-up und Top-down, ja, wie die Fachleute sagen, die Wahrnehmung zu beeinflussen. Am besten ein kleines Experiment. Also wie geht das mit der Aufmerksamkeit? Das heißt, du kennst Spielkarten, oder? Also rote, schwarze Karten. Gesehen, genau. Ja. Kennst du Kreuz 3, vielleicht sie auch zu Hause. Ja? Ja klar, sie zu Hause denken wahrscheinlich, es ist jetzt eine kleine Karte, ja, weil sie weiter weg sitzen. Aber ne, für dich sind es ganz normale Karten. Gut. Das heißt, ich werde jetzt hier 10, 12 Karten aufdecken. Ja? Mhm. Und ich bitte dich, die schwarzen Karten zu zählen. Also wie viel Pik und wie viel Kreuzkarten. Ja? Okay. Aber einfach nur gesamt die schwarzen Karten. Okay? Ja. Also, ja. Und los geht's. So, wie viel Sieben, schwarze waren es gesamt? Sieben schwarze Karten. Sieben. Genau. Bin mir ziemlich sicher, dass bis hierher kein Trick stattgefunden hat. Ja, hoffe ich. Genau. Ich hoffe, Sie haben zu Hause auch sieben Karten gesehen. Sieben schwarze Karten. Können wir nochmal nachzählen? 1, 2, 3, 4, 5, 6 und die siebte. Genau. Jetzt ist dir aber wahrscheinlich nicht aufgefallen, dass noch sieben rote Karten dabei sind. Und zwar nicht von der Vorderseite, sondern von der Rückseite. Und das meinte ich mit Beeinflussung der Wahrnehmung. Denn ich sage dir, du sollst die schwarzen Karten zählen und du konzentrierst dich auf die Farbe schwarz und vor allen Dingen auch auf die Vorderseiten der Karten. Mhm. Ja? Ich mache einfach nochmal. Das heißt, also Change Blindness ist da das Phänomen der Psychologen dafür. Ich lenke durch meine Sätze deine Aufmerksamkeit auf die schwarz und auf die Vorderseiten. Und die ersten fünf Karten sind auch noch blau von Rücken. Ja. Hier kommt die nächste schwarze. Jetzt kommen weitere schwarze, die aber schon rot sind. Das heißt, das hat nichts mit Geschwindigkeit zu tun. Die Verwandlung passiert sozusagen vor deinen Augen oder verbirgt sich vor deinen Augen. Ich kenne das ja auch. Da gibt es dieses Experiment mit den Basketbällen, um es jetzt mal so rum zu formulieren. Zum Beispiel, ja, ganz genau. Die Aufmerksamkeitsblindheit. Ja, das heißt, aber ich weiß es, aber es hilft mir nichts, dass ich es weiß. Genau. Und vor allen Dingen, wir haben viele implizite Annahmen, die wir auch ständig im Alltag natürlich machen müssen. Ja? Also wie zum Beispiel vorhin die Brille mit den Gläsern. Ja? Warum sollte ich einen Brillenrahmen nur aufhaben? Ja? Implizit nimmt man an, da sind Gläser drin. Und wenn ich jetzt hier ein Spiel aus einer Kartenschachtel hole, die blau ist, hinterfragst du nicht, dass dieses Kartenspiel vielleicht doch einfach rot sein könnte, ja? Und nur eine blaue Karte oben drauf liegt. Ja? Das heißt, deswegen funktioniert sozusagen der Zaubertrick, wenn ich hier ganz plump eine rote Karte dann drauflegen würde mit Fingerfertigkeit, dann kann sich das Spiel in ein rotes Spiel verwandeln. Okay. Ja? Also das ist sozusagen da die Idee dahinter so ein bisschen. Mhm. Ja? Obwohl es aber eigentlich ja nur diese eine blaue Karte gibt. Ja? Also Bugs in meiner Wahrnehmung. Bugs in deiner Wahrnehmung. Und wenn du genau hinguckst jetzt, Achtung, dann ist klar, dass das Spiel eigentlich gar nicht blau oder rot ist, sondern dass das eigentlich ein komplett grünes Spiel ist.
Wenn ich dich jetzt bitten würde, das wiederholen, würde das nochmal funktionieren? Ich könnte es nochmal machen, mechanisch, aber in deinem Gehirn würde wahrscheinlich nicht dieser nette, schöne, verblüffende Staunmoment entstehen, weil du jetzt ja rein rational schon mal weißt, was passieren wird. Mhm. Ja, also dein Gehirn lässt sich nicht unbedingt dann täuschen, wenn du schon weißt, was passieren wird. Also ich habe Vorannahmen. Ja. Die bedienst du. Und die versuche ich zu bedienen, ja. Und indem du die bedienst und dann überrascht, kannst du es dir quasi auch leisten, an meiner Überraschung vorbei so ein Glas Orangensaft aus dem Nichts zu manifestieren. Genau, ja. Also ich versuche, deinem Gehirn einen Schritt voraus zu sein, obwohl dein Gehirn immer versucht, mir voraus zu sein, weil es ja ständig Hypothesen macht und Interpretationen über unsere Welt, damit es schöne, geradlinige Entscheidungen treffen kann. Okay. Nun, jetzt bedienen wir hier natürlich die Skeptiker, also die Leute, die es schon immer gewusst haben. Ja. Alles nur Tricks. Ja. Wenn die jetzt aber heute Abend, morgen früh zur Türe rausgehen, ihren Nachbarn treffen, womöglich erzählen, ich habe es schon immer gewusst, ja, dann konnte der womöglich mit Uri Geller, und der sieht es ja regelmäßig im Privatfernsehen, dass Löffel gebogen werden. Ja, kann er ja damit entgegnen, aber auch ein Uri Geller, der verwendet Tricks und führt die zugegebenermaßen gut vor, wenn er sie denn vorführt. Aber es beruht alles auch nur auf Zauberhandwerk, so wie wir es bezeichnen würden. Handwerk? Ja, also nicht wirklich diese parapsychologischen Fähigkeiten der Psychokinese zum Beispiel. Oh. Psychokinese. Du bist vorbereitet. Ich bin vorbereitet. Ich will es jetzt wissen. Du willst es wissen. Gut, jetzt wie gesagt, mach das nicht sozusagen mit Fingerfertigkeit oder mit Gedankenfertigkeit, sondern mit Mundfertigkeit. Pass auf, Aufwärmübung. Noch erklären. Wie gesagt, ganz wichtig, ich werde jetzt erstmal den Stiel drehen, okay? Das könnte ich auch. Ja? Mit Übung könnte ich das vermutlich auch. Oder mit der Hand, aber das gilt ja nicht. Ja? Das heißt, das Schöne ist, wir machen es nochmal. Schwierig, man darf es nie mit einer Gabel machen, das ist ziemlich gefährlich. Da muss man aufpassen. Ne? Wo war mein Loch? Wo habe ich nicht aufgepasst? Weiß ich nicht, wo du nicht aufgepasst hast, aber wenn du genau hinguckst, dann siehst du nämlich, dass du schon so stark geguckt hast, dass sich sogar diese Gabel auch sehr gebogen hat. Aber auch das ist ein Trick. Das ist natürlich ein Trick und gehört nicht zu meinem Standardrepertoire. Aber Uri Geller sagt, es wären psychokinetische und sonstige Fähigkeiten, die er da hat. Es stimmt aber nicht. Es ist einfach eine andere Form der Präsentation eines Zaubertricks. Okay, aber du hast das Ding jetzt in der Hand gehabt. Ja. Der Nachbar erzählt mir, er hat gesehen, dass es sich noch weiter gebogen hat, während Uri Geller überhaupt nicht mehr physisch in der Lage war. Ja. An diesen Löffel, an diese Gabel ranzukommen. Genau, das ist das, was ich meinte am Anfang, dieses Bottom-up und Top-down-Beeinflussen der Wahrnehmung. Das heißt, wir versuchen in der Vorführung alle Mittel, die uns zur Verfügung stehen, zu nutzen. Das heißt auch, falsche Erinnerungen zu implantieren in deinem Gehirn, in deinem Erleben. Das heißt, natürlich, ich nehme es in die Hand, auch Uri Geller nimmt es in die Hand und irgendwann kommt die Biegung hier rein und ich erzeuge bei dir diesen visuellen Moment, jetzt hat sich die Gabel gebogen, habe sie aber noch in der Hand. Und wenn ich sie jetzt auf den Tisch lege und sage, merkst du hier, sie biegt sich noch weiter, dann bist du in der Emotion ja noch gerade im Effekt, dass sie sich wirklich gebogen hat. Und dann lege ich sie hin und der letzte Eindruck, das letzte Gedankenfoto, Erinnerungsfoto, was ich will, dass du dir merkst, ist dieser Eindruck, dass ich sage, und siehst du, die biegt sich immer noch, die biegt sich immer noch. Das heißt, dieser Satz ist ganz entscheidend dafür und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sich der berühmte Nachbar, den du erwähnt hast, so an diese ganze Vorführung erinnert, dass er am Ende behauptet, der Uri Geller hatte den Löffel nie in der Hand und er hat sich gebogen. Na gut. Ich finde das, wenn ich dir so zuhöre, finde ich das fast ein bisschen ernüchternd. Ja, aber trotzdem schön, wenn es klappt. Aber ich genieße es doch jedes Mal. Thomas, vielen herzlichen Dank. Bitte, gern geschehen.